Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5, Leute. Wir sind mit Trevor unterwegs und wir fahren jetzt zur nächsten Mission mit den Patrioten, ja. Ihr wisst, wir haben die Patrioten vor kurzem kennengelernt. Wartet mal kurz, mein Sound ist ein bisschen zu leise. So, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt bei meinen Kopfhörer. Ihr wisst ja, wir haben vor kurzem die Patrioten kennengelernt. So ein Russe, der kein einziges Wort Englisch kann, aber voll für das Land steht. Und so ein anderer Typ, der halt irgendwie denkt, dass alle Ausländer irgendwelche, ja, Kinderschänder und was weiß ich, was für Verbrecher sind. Ich finde die zwei Typen einfach irgendwie geil. Irgendwo, irgendwo spiegeln die halt auch wieder mal so eine kleine Wahrheit über Amerikaner über. Nein, ich weiß nicht. Ja, schon. Also es gibt schon sehr, sehr viele Amerikaner, die wirklich schon extrem ausländerfeindlich sind und Patriotismus und so und alles Fremde ist scheiße. Fuck. Da gibt's schon sehr, sehr viele solche. Also das ist nicht gerade erfunden, was hier gezeigt wird. Es gibt wirklich sehr, sehr extreme. Also wieso kann ich da jetzt nicht drüber? Was soll denn der Scheiß? Trevor, geh da jetzt drüber. Ah, Mann, okay, dann hole ich mir halt. Nein, ich will mit dem fahren jetzt. Komm schon, spring. Alter! Wieso kann ich da nicht drüber? Oh. Ich weiß schon, was ich mache. Stehen bleiben. Stehen bleiben. So, raus. So. Mach einfach hier den Zaun kaputt. Kann man gar nicht. Gut, dann benutze ich das, um hier drüber zu springen. So. Geht doch. Alles klar. Oh, da wurde über... Oh, fuck, da wurde überfahren. Naja. Ich bin nicht schuld. Ich habe nichts gemacht. So, jetzt kann ich hier schön rausfahren. Oh yeah. Oh, schaut mal, kann man da hinauf? Ja, da kann man hinauf und da kann man drauf jumpen, oder? Yes. Ah, fast. Fast hätte ich es gemacht. Aber egal. Da wäre ich jetzt hinzugekommen, da wäre ich wahrscheinlich hier dagegen geknallt. So, ja, wir fahren jetzt hier wieder zu den Patrioten. Blödes Drecksvieh. Blend einfach auf die Straße. So, ich fahre mit diesem Bike am liebsten. Habe ich das schon gesagt? Ja, ich glaube schon. Das habe ich schon mal gesagt. Das Bike ist nämlich einfach nur absolut geil. Das steuert sich so fein. Oh, da vorne ist wieder was. Ich muss mich hier wegschaffen. Was ist denn los mit dem? Was ist denn passiert? Okay, well, come on then. You got yourself in quite a pickle, haven't you, little lady? Was ist denn das für eine? So, I'm assuming a hospital, right? No, no hospitals. Can you take me to Sandy Shores? I got people there who can help me out. Chola Springs Avenue. Come on, man. Those can't be your only wheels. Help me out here. Sandy Shores. Your lucky day. We're virtually neighbors. I assume you've heard of Trevor Phillips Enterprises. What? No, I don't think so. Okay. Dann steig mal ein hier. Introducing you to my friends in the mountains, the state you're in. What? Which friends? Wow, it's just an aging organization in desperate need of some young blood. Another time, perhaps. Look, thanks for this. Another 20 seconds, I'd have had the cops all over me. What the hell happened back there? Don't worry about it, okay? It's not worth it. I'm helping a bleeding girl who won't go to hospital or the cops flee the scene of a dead body. I reckon I deserve some deets here, girlfriend. Just a job that went wrong. Trust me, don't want to know. Oh, come on. I love hearing about criminal bloopers. Makes me feel so much better about myself. So you're in the game? You know, it really pains me when people refer to my lifestyle choices as a game. Really undermines all my hard work. Look, we hit a pawn shop, okay? But it was a sting. Cops were waiting for us. Supposed to be an easy job, low risk, 20K each. I was the driver. And not a very good one. Hey, I got us through three roadblocks. We had half of San Andreas law enforcement on our ass. We'd have been home free if that son of a bitch hadn't pulled a blade on me at 100 miles per hour. Spun us off the road. Cross me, I put you down.
No second chances. Sounds like you need to find a better crew. Considering I got two in custody and the other one dead on the side of Sonora Freeway, I need any crew, period. Why? You know someone? Maybe you should do something about that pile of blood and guts pouring out of you before you go updating your resume. They got nothing to connect me. No real names, no addresses. Left all the money. Way too hot to wash. I'll get myself patched up, lie low at the safe house for a day or two, then see what I can put together. Not like this. Come on, not like this. I just wish I could say you're the first person I've watched die today. This is it. Listen, I ain't sure what you're into, but you need a driver anytime, you let me know. Okay, dann haben wir jetzt ein neues Crewmitglied. Sehr schön. Für Raubüberfälle. Falls wir mal eine Fluchtfahrerin brauchen. Alles klar. Gut, jetzt wird sich das halt ein bisschen verzögern, bis wir da zu den einem Psychoser gekommen sind. Aber egal, da fahren wir jetzt hin und machen halt die nächste Psychopatrioten-Mission. Da habe ich noch jetzt ein bisschen Bock drauf. Das war halt hier eben ein zufälliges Event. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele hier, wie ihr seht. Immer wieder stoße ich auf eins, indem ich irgendwo zu irgendeiner Mission fahren will. Oder zu irgendeinem Rennen oder sonst irgendwohin. Man stoßt immer wieder auf irgendwas in dieser Welt und das finde ich wirklich verdammt geil. Ich meine, wir haben mittlerweile schon so viele Parts und es ist immer noch immer irgendwas Neues zu entdecken. Ich finde das einfach nur verdammt geil. Es hört einfach nie auf. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Über 100 Stunden Spielzeit hat dieses Game. Ich glaube, ich werde da locker nochmal 50 draufpacken, wie es aussieht. Also, es wird ein spaßiges Let's Play. Eines meiner längsten. So. Dann fetzen wir mal darüber. Ist ja nicht so weit. Dann mal schauen, was die Psychos denn wieder drüben machen. Ah, die Highway Patrol. Sollen wir die umfahren? Nö. Ah, die verfolgen gerade jemanden. Okay. So. Mann, bin ich ja gespannt, was die alles noch anstellen werden, die Idioten. Die sind wirklich einfach nur geil. Ich meine, der Russe alleine schon. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ich wollte ein bisschen über Rassismus und so einen Scheiß und Patriotismus ein bisschen labern. Falls ihr auch Borat geschaut habt im Film, da habt ihr auch gemerkt, wie die ländlichen Amerikaner, mal genannt Rednecks, so drauf sind. Die sind wirklich sehr, sehr ausländerfeindlich. Es gibt bis heute sehr, sehr hohe Ausländerfeindlichkeiten überall auf der ganzen Welt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, ich habe sowas nicht. Ich habe keine Vorurteile, ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, dass ich aus allen Ländern immer wieder gute Beispiele gesehen habe und wieder schlechte Beispiele. Ich wurde zum Beispiel mal von 7 Türken zusammengeschlagen. Obwohl, gut, ich habe auch heftig ausgeteilt, also richtig zusammengeschlagen haben die mich jetzt nicht. Also ich habe mich eher gut wehren können, die waren auch alle besoffen, die konnten nicht richtig schlagen und treten, also waren die eigentlich eine leichte Beute für mich. Nur einer war halt ein bisschen stärker, der hat mir die Nase halt blutig gehauen. Und das alles aus eigentlich gar keinen Grund, ja, nur weil ich vorbeigerannt bin mit meinen Kumpels. Und dann gab es aber halt auch wieder... Okay, dann fahren wir den mal in den Haufen. So. Alter, willst du das Geld wieder zurückgeben oder muss ich dich elektroschocken? Okay, ich werde dich hier elektroschocken. Komm her, Mann. Komm her, Alter. Muss ich dir wirklich hinterherlaufen, oder was? Das ist viel zu schnell für mich. Das ist zu schnell. Wisst ihr was? Drop it, or I'll drop you like a bad habit. Listen next time. Ja, aber wirklich, du Arschloch. So. Wunderbar. Behalten oder gegen Belohnung zurückgeben? Ich gebe ihn zurück, ich bin nett.
So, wo bin ich denn stehen geblieben? Genau, ich wurde von Türken halt eben zusammengeschlagen und das war halt eben eine, ja, nicht so nette Begegnung, muss ich sagen. Und seitdem meide ich dieses Volk. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an. Ich weiß, nicht alle sind so. Nicht alle sind so. Ich weiß, es gibt auch gute. Ich habe auch türkische Nachbarn, die wirklich verdammt nett sind. Ich kenne auch viele Türken, die wirklich verdammt nett sind. Aber ich, es hört sich böse an, ist aber so. Ich bin ehrlich, ich meide dieses Volk. Genauso wie Tschetschenen. Die meide ich auch. Damit hatte ich auch nur schlechte, schlechte Erfahrungen. Das ist einfach so. Ja? Ich brauche jetzt auch nicht lügen und sagen, es ist nicht so, es ist so. I find myself suffering from a momentary attack of goodwill. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Na, und das Auto ist jetzt einfach komplett weg, oder was? Das Auto ist jetzt einfach komplett weg. Na toll. Dann hole ich mir ein neues. Ja, ich weiß, es hört sich ein bisschen böse an, was ich gerade sage. Und ein paar werden wahrscheinlich denken, ja, du bist dumm oder so. Wieso machst du das? Wie gesagt, ich habe auch türkische Freunde, aber ich gehe mich nicht so mit denen ab. Hört sich böse an, sagt man normalerweise nicht in der Öffentlichkeit, ist aber so. Und ich muss leider auch, wenn wir schon darüber reden, ich muss auch leider sagen, dass auch in meinem Freundeskreis und den ganzen Leuten, die ich halt eben so kenne, eigentlich keiner wirklich gut auf Türken zu sprechen ist. Ja? Irgendwie ist es einfach so. Und ich glaube, das ist auch nicht umsonst so. Aber egal. Wir machen jetzt mit den Patrioten weiter. Was ich, aber ein Land, was ich besonders gerne mag, oder besser gesagt ein Volk, das sind die Asiaten. Asiaten sind wirklich die besten Leute. Die sind wirklich alle sympathisch, sind alle nett. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Die sind immer lustig, die sind immer super drauf. Die geben dir dann das letzte Hemd. Was? Also Asiaten sind wirklich einer der besten Leute. Ich habe auch viele asiatische Freunde und die sind wirklich die besten. Ich dachte, sie deportierten dich. Warum du care? Well, I don't, except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that it's anything to boast about. Well, I'm sorry. Well, at least you got paid. You know, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. Spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Civil Border Patrol, man. Fuck you! You want to fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you 1 cent. Last I heard, your Civil Border Patrol friends were bullying some people east of here at the Zancudo farm. Go left on Ocean Highway, you'll see them. Okay, jetzt muss es ja so erledigen. I said all I need to say. You know what you have to do. Alles klar. Aber die zwei Typen waren. Die zwei waren auch wirklich extrem. Also, das, was sie gemacht haben. Das, was die gemacht haben, war wirklich ein bisschen zu viel. Ja, das war wirklich zu viel. Die haben einfach unschuldige, ehrliche Leute, die hier schon lange in Amerika sind und auch einen Ausweis haben und auch ein Visum haben, beschuldigt, illegal zu sein. Die zwei müssen gestoppt werden, ist einfach so. Obwohl, ich hätte mir gedacht, noch ein bisschen mehr Spaß haben zu können mit denen, aber lustig. Ja, hätte es nicht sollen, aber jetzt ist es zu spät. Es war trotzdem lustig, muss ich sagen. Hey Joseph, why don't you try that on me? Я защищаю эту нацию от многокультурности. Removed da. From the gene pool. Den Russen haben wir schon mal. Jetzt holen wir uns noch den zweiten. Wo ist er denn? Wow! Du mal Kanadier!
Okay, dann folgen wir dem Penner mal. Mit dem Traktor fährt er weg. Ich erschieß dich, Alter. So, es ist vorbei. Okay. Vorbei. Der überlebt zwei Schüsse in den Rücken? Civil Border Patrol disbanded. Okay. Der Patriotenblues. Keine Migration, wie du mir. Naja, ich weiß nicht, was das sein soll. Naja, aber ihr wisst, Leute, Rassismus ist nicht gut. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen ein bestimmtes Volk. Ich kann mit allen gut klarkommen. Es kommt immer drauf an, auf die Person. Ich weiß, ich habe zwar davor gesagt, ich meide türkische Leute. Ja, mache ich ein bisschen. Aber es gibt auch wieder Nette. Ich kenne auch wieder Leute, die wirklich so herzhaft sind und so nett, auch aus der Türkei. Und wie gesagt, man darf einfach nicht an einzelnen Leuten sowas bemessen. Ja, man muss immer wieder jede Person einzeln, ja, sich mal anschauen. Und nicht einfach nur, weil andere Idioten dumm waren, denken, dass es die anderen auch sind, nur weil sie von dem gleichen Land stammen. Also, das wird dann ein bisschen blöd, ja, das ist ein bisschen eingeschränkt. Sowas macht man nicht. So, dann fahren wir, 16 Minuten haben wir. Gut, dann machen wir nochmal das hier. Dann fahren wir da jetzt noch hin und holen uns das noch schnell. Machen wir alles in diesem Part hier. Machen wir alles in diesem Part hier. So. Oder? Nee, machen wir nicht in diesem Part. Ich fahre nur dahin und dann beim nächsten Mal hijacke ich das dann. Wir fahren jetzt hier noch ein bisschen. Und, aber die eine Karte war so geil gewesen, Mann. Die war wirklich verdammt geil. Nur eine Karte will ich dann später haben zum Fahren. So, aber jetzt fahren wir halt hier ein bisschen mit diesen Quad. Was ja auch verdammt nice ist. Und auch ziemlich schnell eigentlich, muss ich schon sagen. Oh Mann, da drüben war ich ja noch gar nicht auf dieser Seite. Da gibt es ja auch so einen schönen Berg. Da war ich noch gar nicht. Muss ich auch mal hin. Da muss ich auch mal drauf. Oh yeah. Bisschen Musik war cool gewesen, aber ja, die haben ja schon Ewigkeiten hier nicht mehr in GTA, wegen Treffer, ihr wisst schon. Sollte man nicht unbedingt die Musik reinlassen, nee, nee. Aber da läuft ja auch wirklich aktuelles Zeug und so und das will ich nicht haben. Ich habe schon bei einem Part Treffer gehabt wegen der Musik und seitdem keine mehr, weil ich es ausgeschalten habe und das bleibt auch so. So. 5 Kilometer schon noch. Ja, lass mal bald da. Ist gar nicht so weit. Mit dem schönen Quad. Nee, 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 nee. Aber über Araber sagt man ja eigentlich auch immer viel Schlechtes. Aber ich habe auch einen arabischen Freund gehabt und der war spitze. Der war wirklich sehr cool. Oh, die schon wieder. Ah, okay, das machen wir jetzt nochmal schnell, Leute, weil ihr wisst, was da das letzte Mal passiert ist. Ich möchte jetzt gucken, wie das zu Ende geht. Ich möchte den einen Wichser diesmal schlagen. Der hat mich davor K.O. gehauen, jetzt möchte ich ihn K.O. hauen. So, natürlich habe ich eine Karte, Baby. Dann fahren wir die jetzt mal darüber. So, ich muss jetzt kurz... Was? Du bist ein durchgeknallter Psycho und rennt wieder weg. Weil ich das Auto gestohlen habe. Na gut, Leute, dann werden wir das ein anderes Mal wieder machen. Nicht jetzt. Weil ich muss so eine Bullen abbauen. Oh, Mann. Aber ich hätte sie gerne wieder hingefahren. Dann habe ich das auch erledigt. Vielleicht kann ich das auch nochmal machen mit der einen da bei der Kapelle. Also bei der was von der Hochzeit abgehauen ist. Vielleicht habe ich das auch richtig zu Ende bringen müssen. Na gut, da vorne sind die Bullen. Ich sollte mal ein bisschen langsamer fahren, nicht, dass sie mich sehen. Drüben habe ich eine geile Karte gesehen. Schaut mal. Das will ich haben. Was packt denn hier so eine geile Karte, Alter? Schaut mal.
die aufmachen? Also denn das... Nee. Schade. Naja, egal. Wow. Kajoten wieder. Was macht ihr denn auf der Straße, ihr blöden Viecher? Tut mir immer leid. Oh ja, so gut. Sorry, dass ich hier ins Mikro gehe, aber es ist wieder mal... Wie spät haben wir es denn? Wir haben es 4 Uhr. 22. Den nehme ich mit. Oh! Was ist denn das hier? Was ist los, Lady? Hm? Irgendwas mit dem Auto? Nicht? Ich hab gedacht, er hat ein Problem mit dem Auto oder so, aber nö. Sie steht und telefoniert. Wahrscheinlich fragt sie einen Mann, wie es Autofahren geht. Weiß mir ja nicht. Ich meine, die ist blond. Wuhu! So. Warte mal, die sind wieder ganz woanders hingefahren. Die sind jetzt da drüben. Ah, die fahren wieder in die scheiß... In die scheiß Base fahren sie wieder. Na gut, dann kann ich das eigentlich wieder vergessen. Ich gehe mal Trevor einkleiden. So. Hier. Discount Store. Kaufen wir uns was Neues. Damit er ein bisschen abgefuckter aussieht wieder. Und dann beenden wir diesen Part und machen das zum nächsten Mal. Ich muss dann warten, bis es hell wird. Und dann hole ich wieder. Weil die fährt jedes Mal immer wieder zur Militärbasis und wenn das dann zu spät am Abend ist, dann kriege ich die nicht mehr. Oh, hier haben wir wieder was. Was willst denn du? Ach komm, Schlampe, hau ab. Oh Mann. Gut, ich muss hier... Ne, ich muss das nicht markieren, das merke ich mir. Ich fahre jetzt weg und dann komme ich wieder und dann werde ich den Typen da aufgabeln. Ich will schauen, was das ist. Ja, ja. Oh, ich habe mich hier gleich abgehängt. Der hat mich geschlagen, ich habe mich nur gewehrt und dann verfolgen die mich auch noch. Blöden Idioten, ey. Fuck, die verfolgen mich auch noch schnell. Oh, oh. Pff, shit. Fickt euch doch ins Knie, Mann! Ah, hab ich die Pampa. Kriegt ihr mich nicht. Great Sports Car. Fick dich, du Schlampe. Wow. Rebel. Ist das ein Radiosender? Weiß es nicht. Ja, die kommen hier hoch. Ah, jetzt haben sie mich wieder. Jetzt sollte sie wieder los sein, eigentlich. What's wrong with her now? Farbe? Ich will eine andere Farbe. See you next time. Here for the magic touch. Da, Lackierung. Primärfarbe. Metalle. Nee. Chrom. So. Thanks. Okay. Oh, das sieht aber geil aus. This is the land of opportunity. Okay, laden wir mal mit dem. Expressing my God-given right to complain about things I don't like. Good for you. So tell me, what do you think about the Canadians? Canadians? The worst, the absolute worst, worse than the Mexicans.
I cannot stand me some Canadians. At least the Mexicans have the civility. No, the common decency to look different. You got a good point. I'll bear that in mind. Okay. Was jetzt? Keep America clean and pure and for Americans. Mm-hmm. We was here first. Well, we was here second. But that's nearly the same. In fact, it is the same. First and second is okay, but third can kiss my nuts. Go home. We already stole this place, so that means it's ours. Okay. Now get the hell out of here. Na gut. You make me want a love. Whoa. Hey. Wo ist er? So. Jetzt habe ich dem Land einen Dienst gemacht hier. So, hau mal ab. Wieso musste da ein Bulle sein? Verdammte Scheiße. Wo geht's denn da eigentlich? Okay. Wow. Ups. Aber ich kann das Auto ja wieder aufrichten, schaut. Das finde ich ein bisschen schade, aber egal. Yes. So. Gucken wir nochmal ganz kurz. Das fährt wieder. Okay, wir werden einen kleinen Cut machen, Leute. Und beim nächsten Mal, holen wir uns das Scheißding. Ja, das holen wir uns jetzt beim nächsten Mal. Wir haben sonst nichts zu tun. Haut rein.